Hi und willkommen zu diesem kleinen Video. In diesem Video möchte ich mit euch über die Milliampere-Stunden-Angabe bei Powerbanks reden. Und das hat diesmal einen, ich nenne es mal, einen gewissen Auslöser, dass ich das jetzt tun möchte. Und zwar diese Powerbank. Das ist eine 30.000 Milliampere-Stunden Powerbank. Und da ist mir aufgefallen, dass bei den Amazon-Kommentaren die Leute sehr viel, ich nenne es mal, gemeckert haben. Diese Powerbank hat ja gar keine 30.000 Milliampere-Stunden, sondern nur 18.000 Milliampere-Stunden. Und da steht auch hinten drauf. Und wenn wir hinten drauf gucken, ich habe keine Ahnung, ob du das lesen kannst, aber ja, hier steht tatsächlich Capacity, 30.000 mAh, Rated Capacity, 18.000 mAh. Was ist hier denn los? Warum wirbt diese Powerbank mit 30.000 mAh, schreibt aber hinten auch drauf schon 18.000 mAh? Sind die 30.000 mAh vielleicht gelogen und die Powerbank hat wirklich nur 18.000? Nicht ganz, aber die Milliampere-Stunden-Angabe ist allgemein, ich nenne es mal so im Endkundenbereich, blöd. Anders kann man es nicht sagen. Eigentlich gehört hier immer die Wattstundenangabe. Warum? Ich habe jetzt hier hinten einfach mal so drei Akkus. Das hier ist ein Nuki Powerpack vom Nuki Smartlock. Und ich habe, ist alles sehr klein, aber hier steht drin 2,5 Amperestunden, also 2500 Milliamperestunden hat der hier. Dieser Doppel-A-Akku hat 2800 mAh. Also dieser Akku hat schon mehr mAh als das hier. Das hier ist eine Lithium-Ionen-Zelle. Die hat 3000 mAh. Das heißt, diese große Lithium-Ionen-Zelle hat nur 200 mAh mehr als... Hier kann doch was nicht stimmen. Das heißt, rein in der Theorie ist dieser Akku minimal größer als der und der hier größer als das. Das kann nicht richtig sein und das sollte jedem klar sein. Aber rein von der mAh-Angabe her... ist es genauso. Das Problem bei Milliamperestunden ist, dass hier nicht die Spannung mit in die Berechnung mit einbezogen wird. Dieser Akku hat 2500 Milliamperestunden bei 4,8 Volt, der bei 1,2 Volt und der bei 3,7 Volt. Und das hier ist das Problem. Ich sehe auch oft, dass Leute Powerbanks die Kapazität testen. Dafür kaufen die sich irgendeinen günstigen Kapazitätstester und der gibt die Kapazität dann am Ende in meist Milliamperestunden an. Gerade die günstigen können gar nicht Wattstunden messen. Das Problem dabei ist, der USB-Port deiner Powerbank hat in der Regel wie viel welche Spannung? Richtig, 5 Volt. USB Power Delivery hat 9 Volt, 12 Volt und so weiter. Wenn du jetzt hier also an diesem USB-Port die Milliamperestunden misst, misst du diese bei 5 Volt. Der Hersteller gibt aber die Kapazität in den Powerbanks bei 3,7 Volt an. Warum? Klar, hier sind Lithium-Ionen-Zellen drin verbaut und Lithium-Ionen-Zellen haben immer eine nominelle Spannung von 3,7 Volt, manchmal 3,6, wie auch immer, aber so in dem Dreh rum. Das heißt, wenn du hier jetzt einfach misst, misst du bei 5 Volt und nicht bei 3,7 und dementsprechend fällt deine Angabe, also dein Messergebnis, deutlich niedriger aus. Und das verwirrt viele Leute. Zu Recht. Es ist ja auch irgendwie komisch, dass dieser Akku hier auf dem Papier so viel weniger Kapazität hätte in Milliamperestunden als die anderen. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, warum hier jetzt 18.000 hinten drauf steht und 30.000. Aber die Vermutung liegt nahe, du kannst ja, wenn du mehrere Lithiumzellen hast, diese in Reihe oder parallel schalten. Wenn du sie parallel schaltest, also Plus an Plus und Minus an Minus, dann erhöht sich deine Milliampere-Stunden-Kapazität. Also wenn wir jetzt zwei 3000er Zellen hätten, hätten wir eine 6000er sozusagen, wenn wir sie parallel schalten, bei 3,7 Volt. Wenn wir die Zellen in Reihe schalten, also zwei hintereinander, dann kommen wir auf weiterhin 3000 Milliampere-Stunden, aber bei 7,2 Volt. Ich vermute, hier ist einfach so ein bisschen, die Zellen sind ineinander irgendwie anders verschaltet, nenne ich es mal. Eine Mischung aus Reihe- und Parallelschaltung. Und daher kommen wir auf diese 18.000 Milliampere-Stunden. Das Problem ist halt, du weißt nicht, bei welcher Spannung. Die reine Milliampere-Stunden-Angabe hilft dir halt überhaupt nicht weiter. Deswegen findest du in der Regel bei Geräten wie Notebooks auch keine Milliampere-Stunden-Angabe, sondern Wattstunden. Weil es ist gut möglich, dass wenn du jetzt dein Notebook rausholst, den Akku rausnimmst und da drauf guckst, dass der irgendwie, was weiß ich, 4.000, 5.000 Milliampere-Stunden hat. Also weniger als ein modernes Smartphone? Nein, natürlich nicht. Dein Notebook-Akku hat eine viel höhere Spannung.
Aber die Milliampere-Stunden spiegeln das halt nicht wider. Deswegen wird in der Regel bei größeren Akkus immer in Wattstunden gerechnet. Deswegen siehst du auch Powerstations mit Wattstundenkapazität. Und das hier ist auch das, eigentlich die Angabe, auf die du achten solltest, weil der Akku hat hier zum Beispiel 111 Wattstunden, der hier hat 12 Wattstunden. Also schau, wenn möglich, immer auf die Wattstunden und nicht auf die Milliamperestunden. Und wenn du einen USB-Tester verwendest, denk dran, du misst bei 5 Volt, der Hersteller gibt bei meist 3,6 oder 3,7 Volt an. Wenn du bei USB Power Delivery misst, ist es ja sogar noch schlimmer. Da misst du ja dann teilweise bei 9 Volt. An dieser Stelle einmal kurz zwischengeschoben. Dieses Video richtet sich natürlich primär an Leute, die von Elektrotechnik jetzt nicht so viel Ahnung haben und natürlich von dieser Milliampere-Stunden-Problematik ein wenig verwirrt sind. Das ist auch absolut okay. Nicht jeder hier ist ein Elektriker, nicht jeder, sowas lernt man halt im Normalfall nicht. Man guckt sich diese Milliampere-Stunden-Angabe an und da ist ja normalerweise klar, höher gleich besser, gleich mehr Kapazität. Ist ein wenig blöd gemacht, ist mir absolut klar, dass das verwirrend sein kann. Und sollte ich in diesem Video auch mal was nicht ganz perfekt erklärt haben, bitte verzeiht es mir. Ich habe es halt versucht, möglichst einfach und simpel zu erklären. Hier mal ein kleines Test-Setup. Das ist ein, ich nenne es mal, USB-Power-Meter. Dieser kann halt auch die Kapazität mitschreiben, messen, wie auch immer. Ich gebe jetzt hier mal einfach mal 1 Ampere Last drauf. Also die Powerbank hier hinten wird gerade entladen und ich kann jetzt hier diesen Counter mitlaufen lassen. Du kannst sehen, der geht langsam hoch. Links haben wir Milliampere-Stunden, rechts haben wir Wattstunden. Wenn ich jetzt aber die Spannung umschalten würde auf 20 Volt, weil wir haben hier USB Power Delivery und da haben wir ja verschiedenste Spannungen und mal wieder 1 Ampere, lassen wieder den Counter mitlaufen. Wenn du das jetzt mit einer Stoppuhr gucken würdest, der Counter läuft weiterhin genauso schnell wie vorher. Das heißt, wir ziehen gerade viermal so viel Leistung aus der Powerbank, aber die Milliampere-Stunden-Angabe spiegelt das halt in keinster Weise wider. Die Wattstundenangabe hingegen schon, weil Watt ist Spannung mal Strom. Milliampere interessiert sich halt für die Spannung null. Und das ist so ein wenig, ich nenne es mal ein kleiner Fallstrick bei dieser ganzen Milliampere-Stunden-Angabe. Guck, wenn möglich, auf Wattstunden, wenn du irgendwie diese Angabe findest. Erstaunlicherweise geben viele Hersteller die Wattstunden gar nicht an. Wattstunden findest du halt meist eher nur bei Großgeräten, Notebooks, Powerstations und so weiter, wo halt eine Milliampere-Stunden-Angabe völlig irreführend wäre. Aber auch schon bei Powerbanks ist das ein wenig verwirrend. Und wenn du einen USB-Tester dir zulegst, um halt sowas zu messen, nimm einen mit Wattstundenmessung viel genauer als Milliampere-Stunden. Und da kommst du auch nicht auf diese Umrechnungsproblematik 5 Volt, 3,7 Volt und so weiter. Ich hoffe, dieses kleine Video konnte dir ein wenig weiterhelfen und vielleicht ein paar Verwirrungen beseitigen. Im Übrigen, diese 30.000 mAh Powerbank kommt natürlich auch wieder nicht auf 30.000 mAh. Ist bei Powerbanks normal. Ich rechne immer so 10, 20% weniger Kapazität. Das liegt übrigens zum großen Teil an der Umwandlung, weil wir haben, wie gesagt, 3,7 Volt Zellen hier drin und wir machen 5 Volt raus oder 9 Volt oder wie auch immer. Das frisst einfach, das ist nicht 100% effizient. Die Powerbank kam jetzt hier in meinen Messungen auf ca. 91 Wattstunden, was aber deutlich über 18.000 mAh ist. Also, ich weiß nicht, wo diese 18.000 mAh genau herkommen, aber lass dich von sowas nicht verwirren. Guck auf die Wattstunden. Wattstunden sind hier 111, 90 Wattstunden effektiv, 91 Wattstunden effektiv. Das geht, das passt. Das ist so in dem üblichen Rahmen.